So, hallo, hallo, zurück. Willkommen bei Maya. Dem Spiel Maya. Wir klicken hier auf Continue und weiter geht's. Jetzt habe ich gerade in den Nachrichten hier noch gelesen, die hier oben immer angezeigt werden. Wir brauchen Workshop-Table, okay. Meteor-Warning, bla bla bla. Strom. So. Aber das sind dann irgendwelche alten Nachrichten. Wisst ihr, das aktualisiert sie nicht. Das ist dann uralt. Das kann man ja auch in der Konsole dann lesen von dem Spiel. Das läuft ja in so einer Art DOS-Fenster. Nö, das könnt ihr nicht sehen, aber. Da habe ich auch gelesen. Mal sehen, ob wir das hier irgendwo finden. Weiter rechts vielleicht. Solar-Event. So. Das ganze Spiel basiert nur auf diese. Die Statusmeldungen werden hier oben immer aktualisiert. Du bist ständig denn danach, quasi immer die neueste zu lesen. Da sieht man denn hier. Current Demand 1,7 kW. Current Generation 0 kW. Wie 0 kW? Ja, ist Nacht, weil es schwankt ja. Irgendwo stand dann. Naja, hier steht's. Wir brauchen Baumaterial. Baumaterialien. We must process and smelt more minerals. So, wie machen wir das? Warum schleppt diese Fratze von Roboter hier nicht den Scheiß mal weg? Ich hab hier doch hier so ein. Hopper-Ding gebaut hier, macht das voll, weil ich will hier Materialien verarbeiten. Jetzt bauen wir mal hier so ein, habe ich hier glaube ich schon gesehen, Microwave-Smelter, das ist auch neu, das gab es im letzten Mal noch nicht. Ein Printer hier ist so, und dann kommt so ein Droid nochmal raus. Ein Reparierroboter, der ist ganz nützlich, er fährt dann rum und macht so ein bisschen ganz, ohne dass die Leute damit so viel beschäftigt sind. Ja, natürlich sind die Russians low, weil. Verdammt nochmal, nichts hier produziert wird. Und jetzt will ich das Ding platzieren. Jetzt muss ich wieder so ein halbgarer Ding, diese Platziererei. Kann jetzt nicht mal mit der Pfeiltasten hier, kann zwar hin und her im Bild, während ich die linke Maustaste gehalt, noch halte, aber ich kann das Ding nicht richtig platzieren. Ich kann es jetzt zwar nochmal drehen, aber das war dann noch schon. Und jetzt schleppt er immer noch nicht weg. Weiß, hat er schon mal gemacht. Ich weiß nicht, muss man jetzt hier anklicken oder was? Letztes Mal. Vielleicht hilft das hier, aber je mehr man diese ganzen Roboter, Menschen, was weiß ich, je mehr dat, diese Arbeiten blockiert sind durch irgendwas, was nicht richtig läuft, desto mehr ruckelt das Spiel. Früher war es so schlimm, dass es direkt abgestürzt. Da habe ich quasi einen Bereich quasi markiert zum Ausheben, der nicht erreichbar war. Aus das Spiel fast abgekackt. Mittlerweile geht schon. Sieht ganz sch nicht schlecht aus, das Spiel und so, aber echt, da fehlt wirklich noch was. Wenn wir jetzt sonst mal die Leute hier angucken, da. Strom und alles haben wir. Aber die Temperatur sinkt weiter. Ja, und das war's schon wieder. Jetzt kommt wieder eine Meldung. Maya funktioniert nicht mehr. Programm schließen. Ha, es tut mir leid, Leute. Ich versuche es jetzt nochmal zu starten. Vielleicht seht ihr ja mal das Intro von dem Spiel. Damals, als ich das Spiel gekauft habe. Ach, sieht man nicht mal diese Loading Screen. Da sieht man, kann es euch beschreiben, ein schickes Raumschiff, was mit so Flutlichtern auf dem Planeten landet. Da, jetzt seht ihr das kurz. Und so habe ich mir das vorgestellt, das Spiel. Und dann, was man kriegt, ist ein Dungeon Keeper für Arme. Für Arme, aber echt. Aber einer, der nicht mal richtig funktioniert. In dem DOS-Fenster stehen dann so Sachen drin wie
Loading Shader, Loading Shader und dazwischen sind dann so Sachen wie No such uniform named multi-samples in Shader Lightpass 18. No such uniform named Light Attenuation Buffer in Shader Lightpass. No such uniform normal in Shader Buffer Waterflow, wat weiß ich. Ist echt. Steht noch drin, Tutorial, XML. Achso, der hat alles in XML geschrieben. Artikel. Naja. Und wie wir sehen, es gibt kein Safe Game. Ist doch scheiße, verdammt. Die Missionen laufen genauso scheiße. Da musst du einen Sendemast bauen, 5 Minuten, hast du Zeit. Aber in 5 Minuten Sendemast bauen, ey. Du brauchst schon 20 Minuten, um erstmal die Basis ein bisschen in den Vordermann zu kriegen. Und dann sind hier so Cassiopeia, The Twilight Zone, SN 1572, Stratospheric, Sulfates. Nee. Kopfschütteln. Begin the Geoengineering Maya with the mining of sulfur in the shadow of an active volcano. Auf Deutsch übersetzt. Zum auf der Zunge zergehen lassen. Beginne mit dem Engineering heißt, keine Ahnung, Veränderung von Maya. Du sollst denn Schwefel in dem Schatten von einem aktiven Vulkan ernten. Das bedeutet, so wie im echten Leben. Du gehst in den Vulkankrater, da gibt es so Schwefelablagerungen. So, und was kriegt man jetzt für eine Mission? Wenn man da auf Launch klickt. Die Atmosphäre, Planeten hat messbare Heizungseffekte von den Einschlägen. Der Tau sieht die Dust Cloud, das, die globale Erwärmung ist signifikant und bedroht Maya. Mayas deliziöse Ökologie und in turn long-term colonization plans. Aha, und würde den Langzeitkolonisationsplan umdrehen wahrscheinlich. To combat the warming, also um die Erwärmung zu bekämpfen, Sulfat-Aerosol, also Schwefelzeugs, muss in die Atmosphäre, in die obere Höhe, in die höhere Atmosphäre geleitet werden. Diese Änderung, Albedo, wahrscheinlich die Reflexionsfähigkeit, würde die Reflexionsfähigkeit quasi erhöhen und dadurch dass die Hitze von der Sonne reduzieren. Das heißt, so wie bei uns im echten Leben, wie sie schon mal geplant haben, hier Atmosphäre mit Flugzeug, Schiffe, die Schwefel in die Oberatmosphäre bringen, auf unserer Erde. Da haben sie aber drüber nachgedacht. Drüber. Schwefel in die Oberatmosphäre, die sollen die Sonnenstrahlen reflektieren und dadurch kühlt es ab. Das wollen die hier. Diese Basis wurde positioniert, weniger als 2 Kilometer vom aktiven Vulkan entfernt, um Schwefel zu ernten. So, jetzt. Dieser Job ist gefährlich und die Abbau
Herausforderung ist tedious. Tja, was auch immer das heißt. Improve the moral by placing a flag. Also erhöhe die Moral beim Platz zum mit Platzieren einer Flagge. Und währenddessen man diesen Text hier gelesen hat, verdammt nochmal, ist die erste schon wieder am Sterben. Da. Die sitzt da rum und die haben schon alles leer gefressen. Verdammt nochmal, ein Mensch braucht, was weiß ich, 3000 oder was? 3000 Kilokalorien am Tag. Also die haben hier schon 60.000 Kilokalorien. Ich glaube, da kann man 20 Tage mit überleben. Leer gefressen. Die heult jetzt schon wieder, weil sie nichts kriegt. Hier hupt irgendwas. So, wir brauchen. Ah, jetzt kommt der da schon wieder im Weg. Kann ich hier den Materialhopper nicht platzieren? Machen wir hier hin. Atmosphärengenerator. Kann hier noch nicht richtig platzieren, weil man muss dann immer drehen und ist alles. Hier noch so ein Atmosphärending. Hier muss man wieder ein Living Area machen, damit die Leute hier was zum Schlafen haben. So, und wo ist jetzt hier der Vulkan? Verdammt, will ich jetzt mal sehen. Ich hier draußen auch einen Raum bauen oder was? Nee. Ach ja, hier ist ein schönes Tier. Ja, mal gleich hier noch ein Maschinengewehr platzieren. Turret. Arbeitslicht hier hin, damit man ein bisschen was sieht. Braucht natürlich keinen Strom, funktioniert sofort. Windgenerator. Kommt gleich raus hier und man versteht auch die Tante nicht, die da quatscht. Atmosphere Ring? Was das hier sagt, weiß ich nicht. Ah ja, wir brauchen zuerst einen Arbeitsraum, damit man hier überhaupt anfangen kann zu bauen. Und der Raum braucht eine Tür. Und damit das hier inzwischen nicht einstürzt, kommt hier noch so ein Bulkhead-Ding, was auch immer das nochmal heißt. Bulkhead, wahrscheinlich sprengen sichere Tür oder irgendwas in die Richtung. Ja. Ich weiß, dass die Rationen gering sind. Ihr frisst ja auch wie die Scheundröcher. Dieser Freak hier rennt nur rum und macht überhaupt nichts. Ich weiß nicht. Ah. Cool. Das ist neu. Das ist neu. Cool. Endlich mal was Sinnvolles. Kann man hier nämlich mal so ein bisschen sehen, wie das von innen aussieht. Mal rausloben. Guck mal, wo der Vulkan ist. Learn to
initial warning in base. So, und wie weit kann man hier laufen? Ist ja neu hier. Das ist ja wenigstens mal was Vernünftiges. Aber warum wird es schon wieder dunkel? Kann man hier auf endlos laufen oder was? Was soll das jetzt hier sein? Die Welt und Felsen oder was? Mann, das sieht so scheiße aus. Na, Wahnsinn. Krass. Und jetzt? Ist der Roboter jetzt erschlagen worden oder was? Scheint so. Kann man hier auch fernsteuern, den Fatzke? Toll. Kann ich nicht wieder rein ins Spiel. Ich flipp aus hier mit diesem Spiel. Hey, komm nicht mehr rein. Kann man auch vergessen, echt. Nicht mal Abort, ich kann hier gar nichts drücken. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach so. Wahrscheinlich, weil der Roboter in der Höhle quasi begraben wurde, ist jetzt das Spiel abgekackt. Request Event, Event Group, Event Kategorie or Event Property could not be found. Fmod Error. Frag mich, was dieses Fmod. Und dann Cave In Found. Wahrscheinlich eingeschlossene Höhle oder was heißt das? Ach ja. Kann ich nur noch X drücken. Spiel ist beendet. So Leute, das war's. Ich halte es nicht aus. Das Spiel funktioniert nicht. Absolut unspielbar.